Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute ganz herzlich in der Richard-Strauss-Straße. Und wenn Sie mal da nach oben blicken, dann sehen Sie an dem Gebäude Siemens stehen. Und das ist kein Zufall, obwohl Siemens dort nicht mehr drin ist, sondern nur noch die Immobilienbesitzer. Das Gebäude ist also leer. Und jetzt haben diese beiden Herrschaften vom Betriebsrat Siemens, Sie haben es vielleicht gelesen, die Idee gehabt, Frau Kiefran, dieses Gebäude für Bürgerkriegsflüchtlinge zur Verfügung zu stellen. War das ganz spontan die Idee oder wie muss man sich so diese Ideenbildung vorstellen? Ja, also wir waren mit dem Oberbürgermeister zusammen in der Kaserne, Bayern-Kaserne, und da haben wir eben vor ein paar Wochen diese prekäre Situation gesehen. Und ich habe dann eben bei mir beim Betriebsrat über diese Situation berichtet und gesagt, dass wir eigentlich als Gesellschaft auch versagt haben und jetzt müssen wir tätig werden und wir müssen da was tun. Verstehe. Herr Britz, Sie sind der Betriebsratsvorsitzende. Sie haben hier auch gearbeitet, oder? Ja, genau. Ich habe da mal ein Büro gehabt. Ich war in dem Gebäude für den Gebäudekomplex der Betriebsratsvorsitzende. Wir sind für die Vertriebsregion Bayern sind wir eigentlich zuständig. Oder Südbayern mehr. Aha. Was haben Sie denn als erstes gedacht, wie Ihre Kollegin damit diese Idee dahergekommen ist? Naja, ich habe es also auch nicht schlecht gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Man diskutiert ja daheim auch letztendlich, wie es da so zugeht in der Bayern-Kaserne irgendwo. Und ich habe es eine tolle Idee gefunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Das große Problem, was jetzt mir leider auffällt, dass halt Bürogebäude meistens als Bürogebäude gebaut und geplant werden, weil sie als Wohngebäude eigentlich völlig ungeeignet sind. Gell? Man kann das auch so sehen, aber es gibt auch einen anderen Aspekt. In München wollte man auch Zelte aufbauen und da habe ich mir gedacht, stattdessen Zelte aufzubauen und das ist eine Lösung, die vorübergehend sein kann und finde ich auch in dieser Richtung eigentlich eine gute Lösung, wenn es überhaupt zustande kommt. Also. Verstehe. Sagen Sie mal, wirst du mit dem Reiter in der Bayern-Kaserne gewesen? Waren Sie da falsch mit drin gewesen oder war es zum ersten Mal? Nee, wir als Münchner Ausländerbeirat Sie sind, genau, Sie sind die Vorsitzende vom Münchner Ausländerbeirat. Genau, ne? Ich bin die Vorsitzende und unser Beirat macht immer wieder Besichtigungen in Bayern-Kaserne und auch andere Unterkünfte in München. Und wir sind nicht zum ersten Mal da drinnen gewesen. Aber jetzt bei unserem letzten Besuch mit dem Oberbürgermeister, da war auch Bündnis der Toleranz dabei gewesen. Was ist das, Bündnis der Toleranz? Also die Stadtgesellschaft. Oberbürgermeister trifft sich einmal ein paar Mal im Jahr mit der Stadtgesellschaft und mit Stadtgesellschaftsvertretungen. Und einer sind wir auch als München Außenbeirat und deshalb waren wir mit ihm zusammen bei der Besichtigung. Wir wollten uns eigentlich mit den Flüchtlingen austauschen und einfach mal sie in München willkommen heißen. Das wollte eben Oberbürgermeister machen, aber an dem Wochenende kamen dann eben hunderte Flüchtlinge auf einmal nach München. Die haben uns wirklich in dieser Größe erreicht, wo wir eben an dem Tag gesehen haben, dass eben Menschen, überwiegend Frauen und kleine Kinder sogar draußen übernachtet haben und so weiter. Das hat uns sehr tief getroffen und ich glaube den Oberbürgermeister auch und seitdem ist er auch. Das trifft ihn, wenn man sich das vorstellt. Also. Sie haben Zeit eigentlich schon zur Mutung, wenn Sie überlegst, die haben teilweise im Freien schlafen müssen. Sagen Sie mal, Sie sind Türkin, die Leute kommen aus dem Gebiet von Syrien. Ist da eine sprachliche Verständigung möglich oder ist das Türkisch zum Arabischen so völlig unterschiedlich? Oder sind die Dialekte ähnlich oder wie muss man sich die sprachliche Situation vorstellen? Es ist schon ganz unterschiedliche Sprachen, aber ich habe eben auch in der Kaserne erlebt, dass viele aus Syrien sind kurdisch, türkisch und also turkmenisch und eben arabisch sprechen. Und ich habe auch ein paar gefunden, wo ich mich mit denen in turkmenisch kommuniziert habe. Und das ist auch ein Thema, kommen eben Menschen und es gibt wenig Dolmetscher und so weiter. Wir haben uns an dem Tag sogar sehr schwer getan bei den Übersetzungen. Aber ich konnte mich eben über Turkmenisch so ein bisschen verständigen. Wir reden später nochmal über Ihre Rolle als Ausländerbeiratsvorsitzende. Herr Britz, wenn man dann solche Ideen hat und mit solchen Ideen an einen
Vorstandsvorsitzenden herantritt, da hätte ich erst einmal so ein bisschen, wenn es mir auf Bayerisch sagt, Muffensausen, weil man solche Leute dann irgendwie auch zu einer Stellungnahme zwingt. Haben Sie einer da nichts gedacht, dass es ein Schuss sein könnte, eigeninitiativemäßig, der nach hinten losgeht? Also das war ganz einfach ein Versuch, und wenn der Betriebsrat sowas beschließt, dann ist der Betriebsratsvorsitzende halt derjenige, der das umsetzen muss. Das ist das Schicksal eines Betriebsratsvorsitzenden. Wie viele Betriebsräte sind Sie hier in München? Wir haben 17, also in der Niederlassung München haben wir 17 Betriebsräte. Und das war einstimmige, oder waren da irgendwelche Bedenkenträger auch da? Ich habe keinen Bedenkenträger. Und wie haben Sie es dann gemacht? Haben Sie dann angerufen bei der Sekretärin vom Käser, oder haben Sie ihm einen Brief geschrieben? Nein, haben wir ihm geschrieben. Eine Mail, ein ganz freundliches, höfliches Mail. Und ist dann aber prompt, ich denke am Dienstag, war dann die Antwort in einem persönlichen Schreiben von ihr da. Achso, und am Montag haben Sie geschrieben, oder wie war das? Nein, wann haben wir es weggeschickt? Ich glaube, am 6. haben wir geschrieben und am 17. haben wir die Antwort bekommen. Ja, also war ziemlich schnell, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich kenne den Herrn Käser schon, ich habe schon mal mit ihm ein bisschen geredet einmal, im Rahmen von einer Betriebsräteversammlung. Aber wie gesagt, Brief haben wir jetzt noch keinen von ihm gekriegt, und darum haben wir uns auch richtig gefreut, dass er sich die Mühe macht, und hat dann war ein persönlicher Brief. Ja, ich finde das auch toll, und ich habe dann den Eindruck gehabt, also zumindest wenn man das so gehört und gelesen hat, dass der lang nachdenkt hat. Damen und Herren, also wenn es auf der Richard-Strauss-Straße, Sie kennen die Gebäudefassade ganz bestimmt vom Vorbeifahren, mittlerweile fahren wir durchs Tunnel durch, aber früher hat man das immer ebenerdig gesehen. Jetzt machen wir mal hier raus den Schluss und gehen mal ein bisschen rein, damit wir das Gebäude auch von innen sehen können. Also kleine Pause und dann sehen wir uns drin wieder. Damen und Herren, ich begrüße Sie wieder. Wir sind also hier in den Räumlichkeiten des Siemens-Gebäudes, das also vom Betriebsrat, also diese beiden Herrschaften sind vom Betriebsrat, also ideenhalber als Asylantenunterkunft, als Flüchtlingsunterkunft in Erwägung gezogen wurde. Das hier ist der Raum, in dem die Siemensianer verköstigt wurden. Da hat es bestimmt was zum Essen. Wie lange waren Sie eigentlich hier? Also ich bin seit dem 2008 hier in diesem Standort gewesen, ja, genau. Aha. Man muss mal sagen, es ist mit diesem Siemensplan natürlich perfekt, wenn die Leute dann kommen, und dann nennt man dann Öffentlichkeitsarbeit eigentlich, oder? Ja, klar, selbstverständlich, so kann man das auch sehen. Ich finde das alles ganz positiv hier. Wie ist es denn eigentlich? Also rede mal mit Erna als Betriebsratsvorsitzender, wenn man sich so unter den Kollegen umhört. Es gibt ja immer irgendwelche Leute, die dann sagen, okay, was muss mir jetzt die Ausländer so einen roten Teppich auslegen? Die bleiben dann nur noch da, und dann wie kann ich mehr nach Hause? Gibt es solche Stimmen auch, oder war wirklich alles nur positiv, was Sie also bis jetzt als Reaktion auf Ihre Idee gehört haben? Bei mir haben Sie die bisher noch nicht gemeldet, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, also die es positiv sehen, die melden Sie bei mir, und die kommen auch und die klopfen mir auf die Schultern. Schauen Sie, heute Mittag hat mich mein ehemaliger Chef angerufen, der ist sicher vor 15 Jahren schon in Rente gegangen, und der ruft mich an und sagt, mei, das hast du vielleicht gut gemacht irgendwo, ganz toll, dass ihr euch für sowas einsetzt. Also es mag diese Negativen schon auch geben, aber zumindest sagen die nichts. Waren Sie bei der Bundeswehr? Ja, ich war auch bei der Bundeswehr. Waren Sie in der Bayern-Kaserne? Nein, war ich nicht. Also Sie kennen Kasernen von Ihnen, oder? Ich kenne, ja genau, Kasernen von Ihnen. Ich glaube, einmal war ich in der Bayern-Kaserne, aber ich war da nicht stationiert irgendwo. Sie wissen schon, dass in Kasernen der Stacheldraht immer nach innen schaut, gell? Ist mir schon aufgefallen? Nein, ist mir noch nie aufgefallen. Ja, wenn Sie das jetzt sagen, irgendwo, gell? Also wenn man das jetzt mal vergleicht, ist es natürlich ein Quantensprung, oder? Sie wissen, was Quantensprünge sind, ne? Genau, das weiß ich, und deshalb kein Vergleich zu Bayern-Kaserne. Also deshalb finde ich Vorgehensweise von unserer Vorstandsvorsitzenden sehr, sehr positiv, dass er gleich sich zu sich das Thema genommen hat. Und was ich auch in den letzten Wochen festgestellt habe, dass unsere Stadtgesellschaft eigentlich bereit ist zu helfen. Und das muss eben nur noch ankommen. Und es gibt klar auch negative Stimmen, aber man muss mit den Menschen reden. Ne? Aber die Hilfsbereitschaft, also war, glaube ich, noch nie größer als jetzt, und das ist ja nachvollziehbar, wissen Sie. Das sind ja keine Leute, die also im weitesten Sinne als Wirtschaftsflüchtlinge einzuschätzen sind, sondern wenn mir so angedroht wird wie den Jesiden, dass man uns den Schädel runterschneidet als Nichtgläubige, oder den Kurden hat man gesagt, man versklavt sie,
dann warte ich nicht, bis diese IS-Leute kommen und probiere aus, ob sie es mittlerweile anders überlegt haben, oder? So ist es. Wir müssen einfach mal solidarisch mit dem Thema umgehen. Und ich halte sehr viele Rede über das Thema und ich sage dann auch jedes Mal, diese Menschen kommen nicht nach Deutschland, weil sie gut drauf sind, weil sie lustig sind, weil sie Deutschland einfach mal kennenlernen wollen. Die kommen aus der Not, die kommen aus dem Blutbad raus und die brauchen unbedingt unsere Hilfe. Und wir sind ein Wohlstandsland. Wir können uns diese Hilfe schon leisten. Wir können diese Menschen wirklich helfen. Und wenn eben soweit die Ruhe gibt, ich glaube auch fest daran, dass viele wieder zurückgehen werden. Ja, das glaube ich immer. Jetzt nur eine letzte Frage. Wie ist denn eigentlich so die Stimmung unter den Flüchtlingen an sich? Haben Sie da schon ein bisschen einen Rückfluss gehört? Sind die so mit dem, was Sie hier vorfinden? Sie wissen ja, Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist immer etwa bei 50%. Haben sich die zu viel versprochen? Sind sie enttäuscht oder sind die Leute eher zufrieden? Nein, die Menschen sind nicht enttäuscht. Die sind einfach mal zufrieden, dass sie dann überhaupt die Interesse bekommen, dass eben Stadtspitze sich vor Ort gezeigt hat und die alle willkommen geheißen hat. Und ich habe mich an dem Tag, das hat mich auch sehr berührt, mit einer jungen Flüchtlinge aus Eritrea unterhalten. Und er war so dankbar, dass er überhaupt hier sein kann, weil er ist aus Italien gekommen. Er hat dort ganz schreckliche Sachen erlebt. Und er ist dann über Ägypten und das war eine lange Reise und er hat nur noch schlechte Erfahrungen gemacht. Und als er hier bei uns in München in der Kaserne war, er war dankbar, dass er überhaupt ein Essen bekommen hat. Also diese Forderungen, was sie stellen, das ist gar nicht so hoch. Und es wird halt leider bei einer oder anderen falsch eben berichtet, dass die dann hohe Forderungen haben. Die haben gar keine hohen Forderungen. Die wollen nur ein Bett und ein Dach und ein bisschen Essen und sind sie wirklich damit zufrieden, weil die kommen aus sehr, sehr prekären Situationen nach Deutschland. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Na also, sagen Sie Ihrem Vorstandsvorsitzenden, Herrn Käser, wenn Sie einen Treffer, alle Hochachtung, ich habe den Mann noch nie von einer so positiven Seite erlebt. Das ist wirklich toll, was ihr macht. Damen und Herren, das waren also so meine Eindrücke aus dem, was man so privates Engagement oder das Engagement von Firmen in München, was man da drunter sehen kann. Und ich glaube, da gäbe es noch andere Unternehmen in München, die ähnliche Möglichkeiten hätten. Ja? Mehr sage ich jetzt nicht. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass ich rein dürfen habe. Wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott. Das war der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.